Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der eine oder andere Zeitgenosse hat sich ja jetzt aktuell mehr den Kopf darüber zerbrochen, ob wir den Schnitzel in den Verfassungsrang hineinheben oder nicht. Aber das wollen wir mit unserem Antrag hier ausdrücklich nicht thematisieren, und das braucht auch niemand zu thematisieren. Wir möchten mit unserem Antrag kleine und mittlere Schlachtbetriebe stärken, auf zwei ganz wesentliche Herausforderungen eingehen. Die eine Herausforderung ist die, dass wir feststellen müssen, dass wir immer weniger Schlachtbetriebe hier in Nordrhein-Westfalen haben und dass sich in den letzten 30 Jahren die Schlachtungen auf ganz wenige Unternehmen konzentriert haben. Und ich erinnere mal an unseren Antrag aus dem Jahr 2014, den wir alle gemeinsam getragen haben, nämlich den, wo es um die Schafhaltung ging, wo wir gesagt haben, wir wollen die Schafhaltung hier in Nordrhein-Westfalen stärken und möglich machen. Da war eines der Probleme, das die Schafhalter mir immer wieder geschildert haben: Sie wissen gar nicht mehr in bestimmten Regionen Nordrhein-Westfalens, wo sie denn mit ihren Schafen hinfahren sollen, um die dann am Ende auch schlachten zu können. Die sagen, das ist an der einen oder anderen Stelle in Nordrhein-Westfalen gar nicht mehr möglich. Die zweite Herausforderung, die wir haben, darauf ist der Kollege Meesters auch schon eingegangen, ist eben die Frage der veränderten gesellschaftlichen Erwartungen an Lebensmittel, die wir haben, und insbesondere an Fleisch. Wir haben immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher, die gerne möchten, dass sie wissen, woher ihr Fleisch kommt. Die wollen, dass ihr Fleisch regional ist, dass sie eine bestimmte Qualität erwarten. Und gerade mit Blick auf diese gestiegenen Anforderungen hinsichtlich Tierwohl, hinsichtlich nicht so langer Tiertransporte, hinsichtlich der Schlachtung, ist eine dezentrale Schlachtstruktur, und darum geht es, wir wollen wieder mehr Dezentralität erreichen, ist eine ganz wesentliche Frage, und das ist eine gute Möglichkeit, eben all diese Ansprüche zu beantworten, indem wir wieder zu mehr Dezentralität kommen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, auch das wird gerne vergessen, kleine Schlachthöfe mit kurzen Wegen bieten uns auch besondere Möglichkeiten in der Fleischverarbeitung. Warmfleischverarbeitung ist eine Spezialität, die eben dann auch am Ende dazu führt, dass man weniger Konservierungsstoffe, weniger Hilfsstoffe, da geht es um Wurstverarbeitung, dem Fleisch zugeben muss. Und ich sage auch noch eins angesichts der Preiskrise, die wir gerade im Schweinebereich haben. Wir haben zurzeit Preise von 1,30 Euro ungefähr für das Kilo Schweinefleisch. Kein Bauer kann davon leben. Sind wir der Meinung, wir werden nicht alle Probleme lösen können mit einer dezentralen regionalen Struktur. Aber wir machen ein Angebot. Wir machen ein Angebot dann wieder an Landwirte, eben eine solche Struktur zu nutzen und vielleicht darüber auch eine bessere Wertschöpfung zu erreichen. Wir haben hier im Vorfeld zu diesem Antrag auch eine Veranstaltung durchgeführt und haben uns intensiv mit den Betreibern dieser kleinen Schlachthöfe und mit kleineren Fleischereimeistern unterhalten, haben gefragt, was braucht ihr denn? Wie müssen wir uns aufstellen, damit ihr eure Betriebe vernünftig führen könnt? Und das Ergebnis ist dieser Antrag, den wir hier heute vorlegen, den wir auch mit Ihnen dann im Ausschuss weiter diskutieren wollen. Ich hoffe, dass wir das auch dann intensiv zusammen machen können. Und die Probleme sind auch im Antrag jetzt genannt. Wir haben in der Branche einen eindeutigen Fachkräftemangel. Es gibt den Wunsch, wir brauchen Unterstützung im Bereich Ausbildung, Weiterbildung, Qualifizierung. Ein ganz erheblicher Punkt ist die Frage der Gebühren. Die kleinen Schlachthöfe sagen, die Gebührenstruktur, die Unterschiede auch noch von Kreis zu Kreis, die teilweise erheblich sind, machen uns erheblich zu schaffen. Herr Meesters hat das Problem angesprochen, Hygienepaket EU, Umsetzung eben vor Ort. Und wir müssen hier gucken, ob wir für die kleineren Betriebe ohne irgendwelche Zugeständnisse im hygienischen Bereich zu machen, aber wie wir da noch zu bestimmten Vereinfachungen kommen zu können. Und am Ende wollen wir natürlich auch in dem Antrag, das ist ein Punkt, der mir auch besonders wichtig ist, noch mal gucken, wie können wir die kleinen Schlachthöfe mit Blick auf den Tierschutz unterstützen, wie kriegen wir eine optimale Schlachtung auf diesen Schlachthöfen hin. Und ich sage mal so einen Punkt, warum soll ein Jäger, wenn man das vernünftig als Konzept betreibt, das gibt es ja gelegentlich dann schon, warum soll ein Jäger nicht ein Rind auf einer Weide schießen können, warum soll das weniger tiergerecht sein als der Tod eines Rindes in einem Schlachthof, wo es noch hintransportiert werden muss, ein Jäger, der ein Rind auf der Weide schießt, wenn dann anschließend
die Tötung und Zerlegung einwandfrei hygienisch abläuft, denke ich, sind das so Dinge, wo wir dran arbeiten müssen und wo wir gucken müssen, dass wir solche Prozesse nicht noch irgendwie durch behördliche Auflagen verhindern. Ich glaube, dass wir an der Stelle mutiger sein müssen, dass wir da noch was machen können. Ich glaube aber auch, dass unser Antrag ein Angebot ist, an alle Fraktionen gemeinsam zu beraten, wie kriegen wir eine dezentrale Struktur, und das gilt nicht nur, wir reden ja nachher auch noch mal über den Milchbereich, das geht nicht nur da, Regionalität. Das gilt auch für die Redezeit. Ja, ich komme zum Ende. Ich glaube, in allen Bereichen der Landwirtschaft müssen wir gucken, dass wir regionale Strukturen, kleine Verarbeitungsstrukturen möglich machen. Landwirte, die das machen wollen, sollen es können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr